Hey Leute, hier ist wieder euer Tristan von Smartes Heim. In diesem kurzen Update-Video geht es um den Stop-Timer unter Node-RED, den uns Frank vor einigen Wochen einfach aus Node-RED entfernt hat. Wir haben den zwar kurzerhand wieder installiert, aber es gibt mittlerweile eine bessere Alternative. Das schauen wir uns mal flink an. Wir sind nun also hier wieder in Node-RED und innerhalb von Node-RED habe ich halt hier eben den Stop-Timer benutzt. Diesen Stop-Timer hier jetzt eben in so einer komplexen Lichtautomation. Dazu hatte ich hier oben schon mal ein Video gemacht. Und das ganze Element möchte ich jetzt austauschen, um wieder aktuelle Nodes zu nutzen und nicht welche, die vor 4-5 Jahren das letzte Mal benutzt wurden. Die Quelle dafür verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Wichtig hier, wir nutzen den Trigger-Node. Bitte nicht den Trigger State Node, sondern die Standardfunktion von Node-RED. Und die ersetzen gleich hier unseren Stop-Timer. Wie passiert das Ganze? Und zwar, dieser Trigger Node sendet, wenn er etwas bekommt, erstmal gar nichts. In einem zweiten Step wartet er dann in meinem Fall hier für 30 Sekunden und verzögert beim Eingang von neuen Nachrichten. Heißt, kommt was Neues rein, pop, wieder zurück auf 30 Sekunden. Wenn dann diese 30 Sekunden um ist, dann sendet er bitte das letzte Nachrichtenobjekt. Das heißt, ne, der hält das quasi zurück, genau das, was wir haben wollten. Und wenn wir jetzt noch hier was zurücksetzen wollen, also resetten wollen, dann kann man hier zum Beispiel nochmal sagen, okay, wenn der Payload ist gleich Stopp oder eben Message Reset gesetzt wird, dann kann man das sagen. Und das war's schon. Jetzt habe ich hier meinen Trigger für 30 Sekunden, kann meinen Stopp-Timer löschen. Dann sollte ich den auch dem richtigen zuordnen. Wenn ihr jetzt also mehrere Flows habt, wie ich, über mehrere Reiter verteilt und ihr wollt einfach wissen, wo hängt der Stopp-Timer, dann könnt ihr auch oben rechts über das Hamburger-Symbol gehen, dort auf Flows durchsuchen und gebt dort einfach mal den Stop-Timer ein. Und ihr seht, ich habe an diversen Stellen den Stop-Timer eingebaut, den ich jetzt nun entsprechend ausbauen werde. Alright, keine 5 Minuten später habe ich jetzt meine 10, 15 Stop-Timer alle durch den Trigger-Node ersetzt, die sich eben 1 zu 1 verhalten wie der Stop-Timer, aber eben supported werden vom Node-RED-Team und eben nicht veraltet sind. In dem Sinne soll es das heute auch schon gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald, euer Tristan.